Ich finde auch, das Thema mentale Gesundheit ist super, super wichtig im Garten. Der Garten soll doch der Erholung dienen. Klar, wir wollen doch alle auch ein bisschen Gemüse und Obst hier rausziehen. Aber vor allem wollen wir alle eine richtig schöne Zeit haben. Ich habe so ein bisschen Angst, dass diese Bank, die jetzt, ist sie jetzt ein Jahr alt oder zwei, dass die zusammenbricht unter meinem federleichten Gewicht. Moin Leute und herzlich willkommen hier in unserem Kleingarten in Berlin-Pankow. Den haben wir ja Anfang 2021 übernommen, völlig verwildert und jetzt wieder. Nee, wir haben No More May und deswegen ist unser Rasen derzeit auch nicht gemäht. Hier wächst ordentlich Klee, aber neben dem Klee natürlich auch der Rasen. Hier liegen ein paar Rhabarberblätter. Ich habe am Freitag nämlich Rhabarber geerntet und einen leckeren Crumble gemacht. Den Crumble, den habe ich dann mitgenommen, einen tagsüber zu einem wunderbaren Menschen, den wir besucht haben, also den ich zusammen mit Adonia besucht habe. Auch ein Kleingärtner in Berlin-Charlottenburg. Die Leute, die im Livestream sind, können ja jetzt schon mal in den Chat schreiben, was ihr glaubt, wen wir jetzt endlich besucht haben. Wie gesagt, toller Schrebergärtner aus Berlin-Charlottenburg. Auflösung folgt später. So, dann sehen wir hier in der Wiese auch ein Gänseblümchen. Die können natürlich nur dann wachsen, wenn man sie nicht abmäht, bevor sie blühen. Und das gilt für ganz viele andere Sachen. Auch hier ist auch so ein kleines Kraut drin. Und wir wollen ja unsere Wiese einfach, und hier kommt auch so ein Dings, ja, und Klee überall. Wir wollen eine Wiese und keinen Rasen. Und deshalb mähen wir im Mai nicht. Und es fühlt sich ganz gut an, ehrlich gesagt, weil wir ja immer entspannt machen. Entspannt machen ist nämlich auch das Stichwort derzeit. Man soll ja immer die Eisheiligen abwarten, obwohl das Wetter jetzt für die nächsten Tage sehr gut angesagt ist und wahrscheinlich auch keine frostigen Temperaturen mehr kommen werden, warte ich mit ganz empfindlichen Sachen schon nochmal ab. Das sind zum Beispiel die Tomaten. Da haben wir zwei Baumtomaten geholt beim Wern e.V., die wir, Baumtomaten immer, aber auch nur, weil wir die an dem Baum hochranken lassen wollen. Es sind gar keine Baumtomaten, also keine Tamarios oder irgendwas. Aber das will ich ausprobieren. Und auch dafür haben wir eine Menge Tipps. Dann hier um diese, apropos Baum, sehen wir die Kräuter, die hier wachsen. Das sind auch Saatmischungen, glaube ich, die wir hier hatten. Extra für Bienen und auch für andere Insekten. Hier kommt noch so eine kleine wilde Rose durch. Und wie gesagt, ich möchte hier an den alten Apfelbaum zwei Tomaten ranstellen. Das sind robuste Sorten auch für außen, die den Baum als Rankhilfe vielleicht nutzen können sollen, wie auch immer. Und jetzt ist meine Überlegung gewesen, und schreibt ihr doch gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Meine Überlegung war, soll ich die direkt in die Erde hier pflanzen oder in den Pflanzsack? Beim Pflanzsack würde ich denken, da kann ich eine hochwertigere Erde nehmen, da kann ich ein bisschen einfacher kontrollieren, dass es nicht so zuwuchert, aber muss natürlich auch häufiger gießen. Eure Tipps dazu, denn das möchte ich am allerliebsten am langen nächsten Wochenende machen. Da ist ja Donnerstag dann auch Christi Himmelfahrt, glaube ich, ne? Ja. Und da sollen die Kartoffeln vor allem. Nein, da sollen vor allem die Tomaten dann rein. Ja, hier hinten blüht immer noch schön unser Kohl. Hier sieht man auch immer noch diese ganzen kleinen Fliegen, die da rumschwirren. Da sieht man es ein bisschen. Ich weiß nicht, was das für Fliegen sind. Aber es sind auch immer mal wieder Bienen da und Kohl blühen lassen. Das haben wir jetzt auch bei der Person gesehen, die wir besucht haben am Wochenende. Und der unseren Crumble probieren durfte. Meinen. Vegan natürlich. genau, also hier Hochbeet, da muss auch dann nächste Woche, bevor wir hier mit der Bepflanzung beginnen können, ordentlich Zeugs rein. Also wir müssen Erde besorgen und die hier raufhauen. Oder mal gucken, was der Kompost schon hergibt. Und dann gehen natürlich auch die alten
Kohle raus. Das heißt also, die werden einfach kleingeschreddert und natürlich auch wieder in das Hochbeet reingegeben. Warum sollte man das wegschmeißen? Wenn dir dieses Video gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben klickst und einen Kommentar da lässt. Ich habe auch festgestellt, dass unser Teich immer natürlicher wird. Also das heißt zum Beispiel auch, dass er ja immer grüner wird, weil die ganzen Blüten und Blätter von dem Nachbarskirschbaum hier auch reingefallen sind und für immer mehr Algen da drin sorgen. Ich weiß nicht so richtig, ob ich mir jetzt damit Sorgen machen muss oder ob wir es einfach lassen können. Schreibt doch mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ein paar Algen habe ich auch irgendwie immer rausgenommen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, hier sind ganz viele Larven drin, auch von Libellen zum Beispiel. Und die haken sich ja vielleicht auch an diesen Algen fest. Und wenn man die rausnimmt, dann nehme ich die ja mit raus und vielleicht können sie zurückkrabbeln, vielleicht aber auch nicht. Also Tipps zum Teich, vor allem von den ExpertInnen, die halt wirklich Ahnung haben von Naturgarten, ja, also die wirklich wissen, ob das nötig ist, hier Algen rauszunehmen oder nicht. Da sehe ich auch eine Schnecke wieder. Eigentlich, also ich habe die Molche auch gesehen, wir haben richtig viele Frösche drin, von groß bis klein. Ach, schau mal, guck mal, können wir sogar direkt mal einmal ranzoomen. Das ist ein kleiner Reher, aber nicht ganz klein. Und da hinten ist auch noch mal ein, wo ist er dann jetzt zu sehen? Hier, da, das ist der größte, glaube ich. Der ist bestimmt aus dem letzten Jahr. Was mir halt auffällt ist, es regnet wenig. Klar, die jungen Pflanzen müssen häufig dann einfach gegossen werden. Aber die ganzen wilden Kräuter hier, die sehen richtig frisch aus. Auch bei den höheren Temperaturen. Also sieht man mal wieder, die Natur, die denkt sich schon was dabei. Hier hatte ja die liebe Katja diverse Sachen, vor allem hier die Kapuzinerkresse ausgesät. Und das andere sind, glaube ich, Saatmischungen, kann ich gar nicht mehr so richtig sagen. Und da habe ich nochmal was ausgesät. Tja, was war denn das? Ich würde jetzt fast sagen Ringelblumen, aber da erkennt man ja auch die Samen. Die sind ja auch eindeutig, ne? Aber ich weiß es nicht. Vielleicht erkennt jemand oder erinnert sich jemand, was ich hier reingesät habe. Das war, glaube ich, Petersilie. Ist immer geil, ne? Also ich habe letztes Mal gab es schon wieder so einen Kommentar, so Robert, warum machst du nicht mal Schildchen ran? Und das muss ich auch bald machen, denn der lange Tag der Stadtnatur kommt immer näher. Und da laden wir euch ja zu uns in den Kleingarten ein. Steht alles auf der Webseite des langen Tages der Stadtnatur. Tickets gibt es ab heute, ab dem 15. Also für euch ist es heute, weil für mich ist ja gestern. Ich freue mich jedenfalls auf euch. Oh, jetzt sind die Tauben losgeflogen. Drücken wir GD. Also, ich habe ja diverse Pflanzen schon angezogen, bei mir zu Hause, unter anderem Kohlrabi. Und den Kohlrabi habe ich mitgebracht und der Kohlrabi muss jetzt in die Beete. Und da hatte ich eigentlich eine Idee von einem Hochbeet, was ich da benutzen könnte. Aber das hatte ich zwischenzeitlich erstmal umfunktioniert. Ich zeige euch das gerne mal. Und zwar ging es hier um dieses Beet, wo wir letztes Jahr auch rote Beete zum Beispiel drin hatten. Und da seht ihr, einmal in groß und ganz oft in klein. Ja, ich glaube, fast alle von euch wissen das, was das ist. Das sind Sonnenblumen. Und die hatte ich hier ausgesät, weil ich dachte, ach, damit die schon mal einfach vorkeimen und kleine Sonnenblümchen sind. Und die werde ich jetzt, glaube ich, demnächst einfach rausnehmen und dann entsprechend dort verteilen, wo wir ein paar Sonnenblumen haben wollen. Denn das soll natürlich ein Gemüsebeet werden. Ich sehe hier auch schon Gemüse drin, das ich selbst ausgesät hat. Denn hier steht ja der Lauch und hier kommt jetzt auch Lauch, gehe ich davon aus. Den werden wir wahrscheinlich rausmachen, werden wir auch vielleicht an anderer Stelle hinsetzen, denn... Oder lässt man den einfach drin dort an der Ecke und guckt mal, ob der ein bisschen anhäufeln und ob der vielleicht mal gut wird, Porree. Mal schauen. Ja. So viel dazu. Oh, Gewächshaus. Da war ich heute noch nicht drin und es war jetzt, wie gesagt, 2 Tage sehr warm. Gestern war ich kurz zum Gießen da und Freitag war ich auch zum Gießen da. Ich hoffe, alles da drin hat, sieht auch ganz gut aus. Hier steht sogar teilweise in den Töpfen noch ein bisschen Wasser.
Das sieht nicht schlecht aus. Und hier kommen sie schon, unsere kleinen Yakon sind das ja hier. Irgendwie 7 Stück, glaube ich. Und Tupinambur. Sehen irgendwie im Ansatz auch ziemlich gleich aus, finde ich. Das sah hier ein bisschen... Oh, der ist sehr trocken. Naja, sie müssen so oder so alle wieder richtig schön gewässert werden. Und wir hatten ja dann doch auch Glück mit dem Basilikum, den ich hier in den Saatscheiben hatte. Okay, das ist jetzt nicht so richtig gut geworden, aber die hier werden doch, da freue ich mich schon. Und mein kleiner Rhabarber hier wird auch immer besser. Die Erdbeeren, nicht? Ein paar sind schon auch noch geworden, auf jeden Fall. Oh, der erste Borage im Gewächshaus, klar, der hat natürlich einen Vorsprung. Der ist schon deutlich größer als draußen. Und aus dem Gewächshaus raus kommen wir zu einem Bereich, den ich irgendwie immer lieber mag, weil wir gar nichts großartig gemacht haben. Hier war ja früher unser wildes Beet und trotzdem sieht es so richtig schön aus. Richtig viele wilde Pflanzen, angefangen von, vergiss mal nicht, über hier irgendwas, weiß ich nicht, Rapsmäßiges, Kohlmäßiges, bis hin zu sowas, was jetzt für mich im ersten Moment nach Mohn aussieht. Eine ganze Menge, was hier wächst. Klar, hier sind auch ein paar Gräserbüschel, die werden wir auch wieder rausnehmen. Die sollen ja nicht alles verdrängen. Aber auch hier wieder Frauenmantel. Sehr schön. Nee, das ist eine Malve. Ach, Robert. Meint ihr, ich kriege das in diesem Jahr noch hin? Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Aber ja, also diese ganzen wilden Kräuter, ja, die sind schon noch ein bisschen chaotisch und da muss sicherlich auch einiges raus. Ob jetzt hier, was ist Goldrute, glaube ich, da oder so, das werde ich auch noch mal rausziehen dann. Ja. Aber ich finde es schön, wenn es so Sachen gibt, die hier irgendwo so ihren Weg sich immer bahnen, wie zum Beispiel auch hier dieses Pflänzchen hier, die sieht aus wie diese andere Mohn, auf den ich da gerade gezeigt habe. Ja, das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und bei dem Gärtner, den ich an diesem Wochenende mit Adonia besucht habe, da darf grundsätzlich auch erstmal alles sein. Sehr natürlicher Garten und hat mir super, super gut gefallen. Ja, also auch super natürlich. Es gab eine Totholzhecke, Benjeshecke, sowas prinzipsmäßig. Also richtig tolle Sachen. Und wo wir beim Thema Natur sind, da ist sie wieder. Die blaue Holzbiene. Genau, in diesem Garten, in dem wir da waren am Samstag, sehr natürlich, trotzdem sehr schön. Eine Menge Dahlien gab es zu sehen. Und viele von euch werden jetzt genau wissen, wer es war. Ja, es ist der Horst von Horst, sein Schrebergarten auf Instagram zum Beispiel. Ich verlinke euch das alles wieder unten in der Videobeschreibung. Und da waren wir, Adonia und ich, und haben einen richtig, richtig schönen Nachmittag verbracht. Das werden Sonderfolgen und weil das Sonderfolgen sind, sollt ihr diesen Kanal unbedingt abonnieren und die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr kein Video mehr und das wird dann nämlich nicht am Montag kommen, sondern an einem anderen Tag. Ich poste das natürlich auf jeden Fall auch nochmal bei Instagram. Dann habe ich hier in diesem Pflanzsack ja so ein paar Gurken, glaube ich, also ganz einfache Gurken reingepflanzt, weil ich die kleinen Pflänzchen dann irgendwann einfach rausnehmen wollte und vereinzeln wollte. Da hattet ihr in den Kommentaren geschrieben, nicht so eine richtig gute Idee, weil das Gurken wohl nicht sehr mögen, wenn sie ihren Standort dann nochmal ändern müssen. In dieser Tüte da unten, was hat der für eine Tüte da liegen, sind Brennnesseln. Brennnesseln, nämlich als gute Grundlage für als Düngermittel ins Pflanzloch für Tomaten zum Beispiel. Auch ein Tipp, den ich persönlich von Horst habe und das ausprobieren wir, genau. Und weil wir nicht genug Brennnesseln bei uns im Garten haben, habe ich auf dem Weg hier vor mir zu Hause hierher einfach Brennnesseln gesammelt. Mich auch, ehrlich gesagt, ordentlich verbrannt an Beinen, aber ich sag mal, das ist halt passiert dann. Apropos Adonia, gutes Stichwort, denn Adonia hat ja damals hier unter meiner Aufsicht Möhren und Radieschen ausgesät und die kommen hier auch schon. Oh, und die sind auch schon angefressen, wie man sieht. Die gucken hier so weit oben raus. Sind die dann nicht tief genug gesät worden oder warum gucken die oben raus? Was ist daran falsch? Hier sind aber auch unterschiedliche dabei. Wir haben also diesen weißen Zapfen zum Beispiel auch, genau wie auch rote. Und wir haben auch unterschiedliche Möhren, glaube ich, wobei wir nicht mehr wissen, welche waren. Was man da auch ganz viel schon sehen kann, hier sind die Erbsen, die wir an den Rand gesät haben. Und die sollen dann, wenn sie jetzt lang genug geranken haben, sollen die sich hier rüber ranken, also runter ranken und nicht nach oben ranken, wie das
sonst meistens so bei Erbsen oder anderen Randpflanzen der Fall ist. Oh. Witzig, ich habe nämlich letztens Topinambur aus den Pflanzsäcken rausgenommen und habe dann den ja, neu eingetopft, damit er wieder wächst. Und ich habe scheinbar nicht alle Knollen rausgenommen aus dem aus diesen Pflanzsäcken hier. Ja, und da kommt dann jetzt treibt er hier einfach raus. Und obwohl, das ist ganz krass eigentlich, obwohl diese Erde, ihr seht das ja, mega trocken ist, muss ich wohl mal ein bisschen Wasser raufgeben. Dann haben wir bald eine Schubkarre voll Topinambur. Aber Topinambur haben wir auch an anderer Stelle. Wir wurden häufig davor gewarnt, aber hey Leute, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und zwar, hier haben wir Topinambur drin gehabt. Ich habe ein paar Knollen rausgenommen, aber wie man sieht, definitiv auch nicht alle. Und das Gleiche gilt für, ich weiß gar nicht, an dieser Stelle kann ich nochmal gucken, da hatte ich auch Topinambur drin und habe aber scheinbar, das war auch nur ein oder zwei Knollen, die habe ich wahrscheinlich auch alle komplett rausbekommen. Wo es nicht funktioniert hat, war auch an dieser Stelle hier am Teich, wollte ich aber, also war mir aber auch okay, fand ich jetzt nicht schlimm. Ja, und sieht man auch hier, da ist es auch Topinambur, erkenne ich ganz klar. Auch diese Austriebe hier sind Topinambur, also drei Pflanzen kommen hier auf jeden Fall hoch. Wieder, wenn das nicht sogar noch ein vierter, fünfter ist. Aber hey, Topinambur ist doch richtig lecker und vor allem auch schön anzusehen in eurem Kleingarten. Ich habe aber letztens auch in einem Kommentar gelesen, ich glaube, das war in Dresden, war das bei Jana, dass dort in der Kleingartenanlage der Topinambur verboten ist. Also, dass der gar nicht erst in den Boden darf eigentlich. Ja, und ich komme erst heute in unseren Kleingarten, um was zu machen. Ich will auch ein bisschen was machen. Ich habe nämlich kleine Kohlrabi mitgebracht und die gehen heute an verschiedensten Stellen bei uns in den Garten. Da will ich ein paar Sachen ausprobieren. Ich habe aber auch erst heute Zeit, weil wir Samstag, wie gesagt, bei Horst waren. Das war richtig gut. Und danach war einfach auch gar keine Zeit mehr, beziehungsweise abends lief ja der Eurovision Song Contest. Deutschland wieder mit Abstand die letzten waren. Habt ihr es auch gesehen? Naja, egal. Alleine ist so ein Garten schon eine echte Herausforderung. Aber ich finde, selbst wenn man das alleine macht oder auch gemeinsam macht, man sollte sich nie zu viel Druck und Stress machen. Wir haben zum Beispiel, oh, eine Hornisse, cool. Richtig geil. Wir haben zum Beispiel immer wieder Menschen, die mir schreiben bei Instagram oder auch per E-Mail und sagen, Mensch, ich habe jetzt einen neuen Garten übernommen und auf was muss ich denn achten und was sind wichtige Sachen und wie soll ich das machen und jenes machen. Und die haben tausend Fragen, die ich am liebsten eigentlich immer erstmal beantworten würde mit, jetzt setz dich erstmal gemütlich in deinen Garten und hol erstmal richtig tief Luft. Denn eigentlich ist erstmal wichtig, gerade zu Anfang, wenn man den Garten übernommen hat, dass man ihn erstmal beobachtet und schaut, was, wo, wie wächst, wie die Sonne sich dreht und so weiter und so fort. Man bringt nichts, dass du versuchst, schon im ersten Jahr den größten Ertrag zu haben, den es irgendwie geben könnte, dir mega Druck machst, ja, und dann bist du super enttäuscht, wenn zum Schluss gar nichts oder nur wenig funktioniert hat. Also immer mal sachte machen, ja. Ich finde auch, das Thema mentale Gesundheit ist super, super wichtig im Garten. Der Garten soll doch der Erholung dienen. Klar, wir wollen doch alle auch ein bisschen Gemüse und Obst hier rausziehen, aber vor allem wollen wir alle eine richtig schöne Zeit haben. Ich habe so ein bisschen Angst, dass diese Bank, die jetzt, ist sie jetzt ein Jahr alt oder zwei, dass die zusammenbricht unter meinem federleichten Gewicht. Wir wollen eine gute Zeit haben und dann ist es vielleicht auch einfach mal besser, den Rasen auch mal stehen zu lassen und die Beikräuter auch einfach mal stehen zu lassen, zu genießen, wie die ganzen Vögel, Insekten und Tiere in den Garten kommen und teilhaben und nicht alles durchzutakten und jedes Unkraut, sage ich jetzt mal wieder, zu zupfen und dann eh nicht hinterher zu kommen in der Saison und da immer wieder zu jammern. Ja. Da finde ich es, glaube ich, echt besser, einfach mal ruhig und entspannt, das hier zu genießen und auch mal zu grillen und auch mal vielleicht eine Party zu machen, mal die Kinder laut sein lassen.
und auch mal den Kohl blühen lassen, wie das bei uns der Fall ist. Ganz, ganz wichtiger Ansatz, denn man kann, wenn man zu viel will im Garten, auch ganz schnell die Lust und die Motivation verlieren. Es macht nämlich einfach keinen Spaß, wenn man immer nur Druck hat und Druck hat und Druck hat. Es macht sehr viel mehr Spaß, wenn man einfach genießt. Leute, und jetzt guckt euch mal diesen kleinen, super süßen Gundermann hier an. Gott, der hat ja mehr Blüten, als er Blätter hat. Sehr süß. Was dann schon ein bisschen imposanter ist, ist unser Wein. Und der ist ganz merklich hier an dieser Stelle in der Mitte, wo er so ein bisschen geschützt ist, also windgeschützt ist, deutlich grüner schon, deutlich mehr Blätter, als an den Stellen, wo er so ungeschützt ist. Ne? Aber auch hier, wow, cool, wie hoch die Akelei hier kommt. Die haben ja hier ausgesät, eine ganze Menge auch, und haben sich zum Teil auch selbst ausgesät. Aber ich habe sie auch ausgesät und wurde dann von den Wespen gestochen oder von der Wespe gestochen, wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt. Aber hier bei dem Weinstock, bei der Rebe, bin ich auch mal interessant, was da noch passiert und so bei rumkommt. Hier vorne, die Kräuter machen sich richtig gut. Hier sehe ich einmal den, was war das jetzt? Nicht Oregano, Thymian, Thyme, genau. Ja, eindeutig vom Geruch. Und auch mal wieder der Lavendel. Und ich frage mich, warum ich keine einzige Lavendelblüte hier sehe. Blüht der bei uns noch nicht oder ist der schon verblüht? Ich bin ein bisschen fraglos da eigentlich. Obwohl er hier schön wieder austreibt, ich sehe keine Blüten. Was hat es damit auf sich? Der Thymian ist sehr beliebt bei Bienen, sehe ich gerade. Und rieche ich und höre ich gerade vor allem. Auch bei Schwebefliegen. Super gut. Ja. Was immer ein kurzes Schauspiel ist, Rhododendron. Die sind schon quasi verblüht. Aber das ist halt auch das, ne? Die lassen wir auf den Boden fallen und die lassen wir natürlich auch auf dem Boden liegen. Wie die meisten Blätter auch. Weil das direkt wieder ein Kreislauf ist. Diese Nährstoffe, die da freigesetzt werden, nimmt die Pflanze. Es sind im optimalen Fall auch genau die Nährstoffe, die sie ja braucht. Weil das sind ja die Nährstoffe, die quasi vom Boden in die Pflanze gegangen sind und von der Pflanze dann wieder in den Boden gehen. Genial. Warum sollte man das jetzt wegschmeißen? Also, oder auf den Kompost erstmal hauen? Ja, dann gehen wir einfach Umweg. Ja, und ich habe gesagt, ein bisschen will ich auch machen heute. Eigentlich will ich am nächsten Wochenende, am richtig langen Wochenende, richtig viel machen. Aber ich habe mich jetzt entschlossen dazu, dass hier der Kohlrabi reinkommt. Hier hatten wir letztes Jahr ja Physalis drin. Man soll ja eigentlich die Sachen nicht zweimal die gleichen Sachen reinmachen. Also kommt jetzt hier mal der Kohlrabi rein und mal gucken, wann dann der Kohlrabi auch fertig ist. Vielleicht kann da denn noch eine Folgekultur rein. Keine Ahnung. Kohlrabi fand ich auf jeden Fall. Ich werde auch nicht alle da reinkriegen. Ich habe, glaube ich, viel zu viele Pflänzchen. Aber den setze ich jetzt erstmal hier rein und ich zeige euch auch die Pflänzchen, die ich angezogen habe bei mir zu Hause. So, und das sind jetzt die Kohlrabi, die habe ich bei mir angezogen zu Hause. Da habe ich ehrlich gesagt eine relativ große Schale genommen und ganz viele reingemacht und eigentlich sind die trotzdem auch ganz gut geworden jetzt, glaube ich. Die muss ich jetzt halbwegs vereinzeln, sauber, und dann werde ich die hier in entsprechenden Abständen einfach mal in das Beet machen. Hier liegen dann übrigens noch Kartoffeln, das sind Pflanzkartoffeln, die wir auch beim Wern e.V. gekauft haben. Der Bericht aus Wern e.V. kommt natürlich auch noch, das sind zwei verschiedene Sorten. Die sind auch vorangetrieben. Ach, die sind mir leider schon ein bisschen trocken geworden, aber mal gucken. Die muss ich auch definitiv sehr bald in Boden kriegen. Das heißt, eigentlich lieber in Pflanzsack. Das mache ich, glaube ich. Vielleicht mache ich das sogar heute. Schauen wir mal. Aber erstmal kommen die Kohlrabis rein. So, und jetzt sehen die kleinen Kohlrabi, heißen sie, genau, ganz gut aus hier drin. Ich hoffe, die werden was. Sind irgendwie so ein bisschen in komische Richtung gewachsen, teilweise. Bei mir in der Wohnung halt nicht ganz so einfach mit den Anzuchten. Ich habe ein bisschen von unserem Kleedünger dazugegeben, den wir auch im letzten Jahr schon viel benutzt haben und wo wir das Gefühl hatten, dass es ganz gut funktioniert hat. Ich habe aber auch Kohlrabi an besonderen Stellen hier einfach mal im Garten verteilt. Ich hatte nämlich ziemlich viele angezogen und die, ja, sage ich jetzt nicht wo,
weil ich will gar nicht hören, wie schlecht es ist, weil Kohlrabi ja auch ein bisschen sensibel ist, habe ich gehört. Oder was ist eure Erfahrung mit Kohlrabi? Sind die wirklich so sensibel? Wie baut ihr die an? Habt ihr vielleicht gute Beetnachbarn für die? Ja, man sieht, viel Platz ist hier nicht mehr. Wahrscheinlich ist es auch alles viel zu eng. Ich gehe jetzt aber erstmal davon aus, dass nicht alle durchkommen werden. Und deswegen so nah beieinander. Oder kann ich hier vielleicht noch ein bisschen Dill reinstreuen oder Schnittlauch? Was wäre sinnvoll? Auf jeden Fall gieße ich es gleich nochmal an. Das weiß ich natürlich, dass ich das auch machen muss. So, und dann habe ich eigentlich das, was ich heute definitiv machen musste, weil mir die sonst vertrocknet wären. Die hatte ich, wie gesagt, schon aus meiner Anzuchtstation rausgeholt. Dann habe ich das, was ich machen musste, erledigt. Es ist auch wirklich ein dickes Wochenende gewesen, mit wenig Zeit für den eigenen Garten. Aber lange Wochenende kommt und da wird viel Zeit sein. Was richtig schön auch kommt hier, sind die Lupinen. Ja, die fangen langsam an zu blühen. Die ganzen, jetzt habe ich fast Maiglöckchen gesagt, aber das sind ja diese, ja, die sind jedenfalls durch. Das hier sieht aus wie eine Bohne. Kann das sein? Ist die hier runtergefallen? Haben wir hier eine Bohne gepflanzt? Was ist das denn? Sieht ein bisschen aus, finde ich, wie so eine Pfingstrose. Gut angefuttert hier schon. Was richtig, richtig cool kommt, ist, unser Mohn hat schon richtig fette Knospen hier. Wenn der anfängt zu blühen, dann wird es auch nochmal richtig, richtig schön. Und da haben wir natürlich die größten Mohnpflanzen hier hinten in der Ecke stehen. Die haben auch schon richtig große Knospen und sind vor allem auch richtig, richtig große Pflanzen. Die größte Knospe hatte ich aber bisher außerhalb erlebt oder gefunden, gesehen. Das ist hier direkt um die Ecke und das ist, glaube ich, bisher so die größte Knospe, die ich gesehen habe. Richtig cool und auch deswegen wird hier nicht gemäht. Und die Sachen, die ich hier ausgepflanzt hatte, wie zum Beispiel eine Sonnenblume, die habe ich zu Hause, das wird eine rote, meine ich, zu Hause angezogen. Die kommen auch langsam und der Blühstreifen bleibt. Ich muss hier, glaube ich, mal das ein bisschen freischneiden zum langen Tag der Stadtnatur, damit es ein bisschen einladender auch wirkt. Das hatte ich vorhin ausgelassen, ist hier Koriander, glaube ich, den ich ausgesät hatte. Das wird ordentlich, kann man wahrscheinlich auch, also nicht gerade vereinzeln, aber wahrscheinlich so büschelweise das auch dann voneinander trennen, weil da schon eine ganze Menge nebeneinander auch ist. Kleine Tierchen wie diese Hummel, die schon fett bepackt ist, ist natürlich auch Katzenminze. Katzenminze ist sehr, sehr beliebt bei den ganzen Bestäubern. Ja, unsere Johannisbeeren, ne? Die sehen ja, die haben wie im letzten Jahr wieder einen Blattlausbefall. Aber dieses Jahr werden wir keine Marienkäfer kaufen. Diesmal warten wir einfach ab, bis sie natürlich kommen, ja? Und maximal mit der Jauche. Ich habe ja so eine Beikrautjauche angelegt. Damit werden wir ein bisschen arbeiten. Da haben die nämlich alle so ein bisschen mit zu kämpfen. Aber es war letztes Jahr auch überhaupt kein Problem. Das war irgendwann in der Saison einfach weg. Und was ist das hier für eine? Keine schwarze. Das hier ist die schwarze Johannisbeere. Das ist ganz witzig nämlich, denn die schwarze Johannisbeere, finde ich, die hat so einen ganz eigenen und sehr intensiven Geschmack und Geruch auch. Und wenn man hier sich mal diese Blätter vornimmt, dann riecht das auch stark danach. Von wem ich das habe, sehr bald werdet ihr das erfahren auf unserem Kanal. Ja, und auch hier ist schon einiges entsprechend zu sehen. Ach, was auch gut aussieht, sind die Stachelbeeren. Ich liebe ja die Stachelbeeren. Da durfte ich ja letztes Jahr bei Andi ernten oder klauen. Video dazu verlinke ich euch gerne mal. Natürlich nicht wirklich geklaut. Ja, und hier auch nochmal eine Beere und auch hier entsprechend die Läuse. Ist jetzt nicht weiter dramatisch. Wie gesagt, eine Pflanzenstärkung wird hier nicht schaden jetzt in dem Moment. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass die Pflanze sich in der Saison auch wieder ein bisschen erhöht. Und hier die Stachelbeere sieht auch sehr, sehr gut aus. Ich weiß gar nicht, wir hatten ja von, Martin hat ja von einem Freund, der Vater, der hat da selbst veredelt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche ist ehrlich gesagt. Unser Ginster blüht hier auch richtig krass. Da sind auch immer mal wieder gerne sehr, sehr viele Bienchen dran. Das ist richtig gut. Die Schwertlilien sind gerade, also wenn wir schon mal beim Blumenbeet sind, Schwertlilien. Ich habe irgendwann mal gesagt, es wären diese anderen Dinger, die man immer rausnimmt.
Aber nee, hier wieder Frauenmantel, ganz klar, oder naja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Warum ist es mit Frauenmantel und diesem anderen Ding immer so kompliziert? Ich weiß es einfach nicht. Ah ja, hier haben wir noch das Tomatenhaus. Ob da wirklich Tomaten reinkommen, weil ehrlich gesagt, ich habe keine Tomaten weiter angezogen, habe nur die beiden Tomaten, die ich gerne an diesem Baum dort machen möchte. Aber man könnte doch diesen Unterstand auch gut für Gurken benutzen, oder? Sind Gurken nicht auch ein bisschen empfindlich? Können natürlich auch ins Gewächshaus, aber das Gewächshaus ist auch nicht mega groß. Da sollen ja vor allem meine leckeren Melonen rein, die ich derzeit anziehe. Meint ihr, das wäre für Gurken geeignet, wenn wir hier was zum Ranken drin haben? Schreibt es mir mal gerne. Jetzt offen, Allium. Dieser Zierlauch sieht echt hübsch aus und wird auch von Bestäubern ganz gut angenommen. Jetzt ist natürlich nichts großartig los, weil es auch immer kälter wird heute Abend. Aber wer es ja richtig spät kommt, ist dann unser normaler Lauch. Der wird ja wieder richtig schön weiß hoffentlich blühen. Da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie da wieder die unterschiedlichsten Bienen und Wespen und andere Bestäuber Spaß dran haben. Ich muss, glaube ich, jetzt auch die Hängematte reinholen, denn es hat sich Regen angekündigt zum Start der Woche, Montag. Ist auch wichtig, finde ich, gerade wenn es jetzt so lange so trocken war. Wir wollen ja möglichst wenig gießen, haben schon geguckt, dass wir jetzt auf Pflanzen hier zurückgreifen, die möglichst nicht so viel Wasser benötigen. Aber ein bisschen muss immer sein, gerade bei den Jungen. Und hoffentlich können wir dann nächstes Wochenende, dann sind die Eisheiligen auch vorüber, oder? Wann sind die Eisheiligen eigentlich? Müsste es jetzt nicht Mitte Mai sein? Dann können wir das hoffentlich alles komplett rausnehmen. Ich habe noch Gurken gekauft, ich habe noch Melonen gekauft, ich habe angezogen noch mexikanische Mini-Gurke und die Physalis. Einiges, was da in die Beete kann oder in die Hochbeete oder ins Gewächshaus, das schauen wir dann mal gemeinsam. Da freue ich mich riesig drauf. Aber wir müssen entsprechend auch noch Erde besorgen und. Ich freue mich drauf. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal alles ganz in Ruhe gießen. Die Rhabarberblätter, die ich hier abgeschnitten hatte, für den Rhabarber Crumble, die werde ich auch noch als Mulchmaterial verteilen und dann mache ich Feierabend für heute. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren und schönen Start in die neue Woche. Freut euch auf jeden Fall auf die Folge mit Horst. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Das wird auch eine richtig lange Folge, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ihr wollt auch unseren Besuch bei Wern e.V. sehen. Auch das wird dann demnächst kommen, aber ist alles ein bisschen viel gerade und deshalb, wie man sagte, wir sagen euch auf jeden Fall Bescheid, abonniert uns, geht auch zu Instagram, denn da kriegt ihr immer Infos, wenn Sachen online gehen. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Macht's gut, ihr Lieben, genießt das Wetter und gießt nicht zu viel. Bis dahin, euer Robert. Tschüssi.